Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored 2. Heute geht's weiter in Kanaka, denn wir müssen zu Jindoshs Haus. Ramsay und der Kronenmeuchler. Ja. Zwei Teile des Puzzles. Mir genau. Werden folgen. Genau, wir müssen nämlich den hier irgendwie erwischen, um dann sie zu erwischen. Und wir haben jetzt schon die Frau Doktor gefunden und wir müssen irgendwie Anton finden und Kirin und oh Gott, so viel. Okay, genau. Unser erster Schritt ist jetzt zu Megan zu gehen. Zum Beiboot und da mal nachzufragen, was wir denn jetzt tun können und wie wir das tun können und wie wir vor allem lebendig da wieder auch rauskommen. So, dann lasst uns mal dahin gehen. Mal, hallo, Mann, mal. Dahin halt. So. Hello, Megan. So. Reden wir doch mal mit ihr. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Ja, natürlich. Also gut, los geht's. Auf geht's! Nach Kanaka! Zu Jindoshs Haus. Das ist also das Maschinenanwesen. Okay, aha. Interessant. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. So, wir müssen in den Aventa-Bezirk. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosh gefangen gehalten. Dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Jindosh, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Okay, das klingt ja schon mal lustig. Ich bin jetzt gespannt, warum es das Maschinenhaus ist. Das weiß ich nicht. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht mehr so viele Menschen töten. Wir haben irgendwie zu viele Menschen getötet. Das ist dezent gefährlich, wenn wir weiterhin so viele töten. Deswegen sollten wir darauf achten, dass wir nicht mehr so viele töten, weil das unseren Chaos-Faktor erhöht und dann sind da mehr Blutfliegen und dann wird das alles viel schlimmer. Und ich glaube, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo der Ladebalken so langsam lädt. Das ist doch traurig. Okay, dann werde ich einfach, oder? Wir warten jetzt nochmal eine Sekunde. Ja, ich werde sonst jetzt einmal kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann geht's weiter. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gute Antwort. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Okay. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Das machen wir für dich, Megan, und für uns. Und dann finden wir mal heraus, warum die Leute das Anwesen so fürchten. So. Okay, rüsten wir doch erstmal unser Herz aus. Wir wollen ja so viele Runen wie möglich mitnehmen. Okay, geht's hier lang? Nö. Okay, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, so, okay. Was ist denn heute los hier, Mensch? Eine rote Welle. Okay. So. Der Ozean ist eine bösartige Kraft. Man kann es auch negativer machen, als es ist. So, jetzt müssen wir da hoch. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie darüber. Okay, so, das haben wir doch schon mal geschafft. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwas ist. Ah, guck mal, da unten ist die Rune und da müssen wir, glaube ich, sogar hin. Und was ist hier? Ein Obdachloser. Ihnen scheint es ziemlich gut zu gehen. Na komm, hier nimm Vielen fünf Dank Münzen. Dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Oh, ein Geheimnis, ja. In letzter Zeit haben hier immer wieder Leute nach Walöl gesucht. Nach Walöl? Wir hatten was vor. Okay, danke. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist es zu. Oh, Holz. Nehmen wir mit. Okay, so, dann geht's mal hier runter. Wir wollen ja die Rune haben. So. Unzerstörbare Tür. Ach nee, zerstörbare Tür. Wenn Sie nicht zur Garde gehören, bin ich gern zu Diensten.
Oh, das ist ja nett, dass sie das noch so offen sagt. Ich kenne sie nicht. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Wer ist Kommen das? Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie okay. gesagt, Paolo ist unterwegs. Oh Gott. Okay. Oh Gott, da sind sie. Zusperren. Das dauert nicht lang. Oh je. Etwas Abgeschiedenheit. So, na komm. Dann schalten wir die mal aus. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, die. So, Heuler, okay. Das ist also Paolo. So, okay. Na komm, nehmen wir sie mal hoch. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so schlecht, wenn wir das machen. Ich sehe schon, das wird... Oh Gott, hier ein bisschen mehr. Okay, so, die haben wir schon mal. Jetzt müssen wir den anderen hier auch noch wegpacken. Oh. Okay, irgendwas ist passiert. So, schließen. Okay, Ladenbesitzer. So. Die gehen dann nochmal gucken, was. 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Okay. Das ist fair. Das lief nicht sauber und ich bereue es. Du kriegst die Messer, versprochen. So. Gut, gut. Eigenartige okay. Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische eine Hexenkaiserin? Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Okay, weggehen tut er nicht. Okay, den gehen wir nochmal raus. In einem Jahr ganz anders. Mhm. Okay, geht er da jetzt weg, bitte? Oh, er geht wieder, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann schleichen wir uns hier jetzt mal weg. So, und wir warten einmal. Wenn er dann weg ist, dann gehen wir da nämlich rein. Das ist doch eine gute Idee. Hätten wir die gar nicht ausschalten müssen. Ich dachte, die würden mich irgendwie angreifen oder so. Und jetzt musste ich die gar nicht ausschalten. Das ist natürlich... Oh, er kommt. Ja, okay, er kommt. Stampf, 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 stampf. Wo ist er denn? Weg. So. Hallo. Jetzt Hallo. Aber. Ich biete absolute Diskretion. Sehr gut. Toll, dann hätten wir die gar nicht ausschalten müssen. Na super. Okay, Ausrüstung. War alles viel besser. Hm. Passt. Zu wenig. Nein, das brauche ich nicht. Nein, das brauche ich nicht. Oder was war das? Narko, Springmine, Erdmeier-Tinktur. Okay. Nee. Da. So, Kabelwerkzeug. Gegenstand kaufen. Ein gutes Geschäft. Oh, und nun, die können wir auch kaufen. Und ein Schlüssel zum Aufschließen des Kartenhäuschens. Okay. Schließe das Häuschen auf, um die Einnahmen zu stehlen in der Garde. Nehmen wir auch nochmal mit. Vielleicht. So, und jetzt könnten wir mal hier mal gucken. Sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ja, das sehe ich. Aber ich glaube, das brauche ich momentan nicht. Verstärkte Bolzen. Nö. Wir wollen ja möglichst Leuten nicht schaden. So, erstmal eine Rune noch. Sehr gut. Wie viele Runen haben wir denn jetzt? Verkabelt die Lichtwand neu. Okay. Dann wird hier uns alles weggebrutzelt. Ne? Ist dann unser Chaosfaktor höher, wenn wir das machen? Greifen. Strategischer Hinweis. Wenn du mit Weitreichen beim Fallen zielst, wird die Zeit verlangsamt und ermöglicht eine präzise Bewegung. Was ist das? Nicht genügend Runen. Gegner ziehen. Ziehe Gegner zu dir und töte sie. Oder setze sie außer Gefecht, während du in der Luft bist. Nicht heimlich. Okay, nee, das ist es noch nicht. Hm, was haben wir denn hier noch? Verstärkung. Stärke. Vitalität. Reflexe. Ich bin da ganz unentschlossen. Beweglichkeit. Schattentod. Verwandelt nicht an den Gegner bei ihrem Tod zu Asche. Okay. Knochenhandwerk. Stell deine eigenen Knochenartefakte her. Okay, das ist auch cool. Das ist auch cool. Oder Blutdurst. Mhm. Doppelgänger. Schattengang.
Das hätte ich gerne. Okay, da müssen wir noch 2 Runen warten. Hier gibt es ja bestimmt noch 2 Runen in der Map. Hoffe ich mal. So, und dann lasst uns mal weiter gucken. Ich überlege gerade. So, okay. Dann lasst uns mal gehen. Da ist noch ein Knochenartefakt. Da ist noch ein. Warum ist da hinten noch ein Knochenartefakt? Okay. What? 2 Knochen? Hä? Wie kommt man denn da hin? Doch jetzt aber nicht hier rüber, oder? So, Moment. Dann muss ich mal hier hoch. Und dann hier hoch. So, oh Gott. Und hier ist es aber dann Schluss, ne? Oh, hier liegt eine Tinktur. Toll, wir haben keinen Platz mehr. Aber Geld, Geld. Geld kann man immer nehmen. Aber wo müssen wir denn hier lang? Ich guck gerade. Meine Mausempfindlichkeit ist irgendwie auch die letzte. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mausempfindlichkeit. Irgendwie. Steuerung. Steuerschema. Empfindlichkeit. Tastaturbelegung, Maus und Tastaturempfindlichkeit. Ich mache die einfach mal hoch auf 50. Okay. So. Ja. So. Ah, jetzt ist besser. Okay. So, dann lasst uns mal hier wieder runter. Das ist ja komisch mit den Knochenartefakten. Es sind ja zum Glück nur Knochenartefakte und keine Runen. So. Okay, lasst uns doch mal kurz gucken. Wo ist denn hier noch eine Rune und wo ist denn hier noch ein Knochenartefakt? Und wo führt dieser Weg hin? Ach, da hinten ist... Ah, Randy oder was weiß ich wer. Okay. So, Runen sind da oben. Ach, das ist der Outsider-Schrein dann. Okay, dann müssen wir aber nochmal zurück darüber. Dann... Oh, wir wollen ja möglichst viele Runen mitnehmen. Ich möchte ja möglichst viele Runen mitnehmen, weil das gut ist. Und zack. So. Oh Gott. So, und jetzt brauchen wir einmal das Herz. Weil jetzt muss ich nochmal gucken. Wo müssen wir da in das... Ach, guck mal, da oben ist das Fenster. Das hätte ich gar nicht gesehen. Das hätte ich gar nicht gesehen, wenn ich jetzt nicht gesehen hätte. Oh, das... ist irgendwas, ne? Aber gut. Jetzt haben wir es ja zum Glück gesehen. So, dann... Oh, oh Gott. Über da. Sehr gut. So, keep out. Das sieht natürlich sehr einladend aus. Deswegen müssen wir da natürlich hin. Zack. Und... Zack. So. Oh mein Gott. Leute, wir haben unsere 2 Runen. Sehr gut. Ich erzähle dir eine Geschichte über Kirin Jindosh, den Großerfinder des Herzogs. Einst sollte er ein Spielzeug für ein adliges Mädchen aus Tyvia herstellen. Jindosh arbeitete 3 Monate und baute eine Maschine aus Holz, Blech und den Knochen mehrerer Katzen. Sie lief mit ein paar Tropfen Walöl pro Tag. Dem kleinen Mädchen versprach man etwas Besonderes. Und es war vollkommen glücklich, bis die Maschine aktiviert wurde. Sie lebt heute in einer Anstalt in Dabokwa, bis zum Ende ihrer Tage. Oh je. Jetzt wissen wir, wo dieser Soldat herkommt und warum er allen Angst macht. Dieser metallene oder eiserne oder was das auch ist. Okay. Diese Wohnung ist echt creepy nebenbei. Aber hier ist nichts mehr. Okay. So, jetzt haben wir aber genug für unseren Schattengang hier. Das finde ich ja schon mal gut. Das hat ja auch Vorteile. So, Schattengang. So, nehmen wir. Und... Ja, nehmen wir. So, sehr gut. Oh. Rattenschatten. Beweg dich in deiner schlecht sichtbaren Gestalt durch Rattentunnel. Okay, das ist ja schon mal gut. So. Ach, guck mal. Okay. Jetzt können wir uns hier lang schleichen. Okay, das finde ich ja schon mal cool. Hier gehe ich mal rüber. So. Hier ist die Kufa. Ist da hinten eigentlich noch was? Hinter diesem Baum? Das sieht so aus, als könnte man da irgendwie lang. Naja, wir könnten ja erstmal... Q-R-S-T-O-V-W. X-Y-Z. Nein. Eine Schattengestalt. Oh Gott. Renn. Sie kommt nicht weit. Ich krieg dich schon. Oh nein.
Ich hatte wirklich Hoffnung, das könnte ich machen. Okay. Die Schattengestalt ist wohl noch ein bisschen auffällig. So, dann werde ich einfach nochmal zum letzten Kontrollpunkt gehen. Ich werde einmal kurz nochmal einen Cut machen, weil der Ladebildschirm einfach immer sehr lang ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, dann kann es direkt weitergehen. Oh, schnell. Sehr gut. So, wir haben ja jetzt unsere Schattengestalt. Okay, sie bringt uns leider noch nicht ganz was, aber egal. Dann machen wir was anderes. Dann. So, falsches. Falsches. So, jetzt haben wir es. Okay. So, jetzt geht es hier rüber. Und jetzt müssen wir da hoch. Okay, so. Das ist unter Strom. Okay. So, wir müssen da rüber. Okay, da ist aber jemand. Okay, dann können wir vielleicht irgendwo dahin. Okay. So. Dahin. Jetzt müssen wir noch irgendwie da vorne. So, Moment. Oh Gott. So, okay. Sehr gut. So, und jetzt müssten wir quasi eigentlich nur den hier K.O. schießen. Oder auch nicht. Das geht natürlich auch. Doch, müssen wir, oder? Wie viele gucken da? Doch, müssen wir. Okay. Geht K.O.? Okay, er ist K.O. Sehr gut, so. Okay, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch dahin. Ich lesen kann? Klar. Bin ich nicht verblöd? Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Oh Gott, schnell hier durch. Nein, ich glaube, sie haben uns gesehen. Okay, das Gute ist, er kommt da nicht durch. So, jetzt ist uns halt einer verputzelt. Aber das macht ja nichts. Oh, wir sind drinnen. Wir sind. Also mal sehen. Was war's? Drinnen. Nein. Nein. Oh mein Gott, er kommt da nicht hin. Sehr gut, okay, wir haben es ein bisschen versaut, aber egal, weil die kommen hier nicht rein. Oh, sehr gut, okay, so. Dann würde ich, glaube ich, erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier? Oh Gott. Ja, da ist jemand. Okay, okay, ich bin nicht hier. Geh weg, bitte. Oh Gott, nein, 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 nein. Och, Manu. Och, Manu. Okay, ich würde dann jetzt trotzdem erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns morgen wieder. Da geht's dann weiter. Wir versuchen dann hier endlich mal zum Avanta-Bezirk zu kommen. Oder sind wir schon im Avanta-Bezirk? Ich glaube nicht. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, tschüss.